So, herzlich willkommen zur heutigen Übung Softwaretechnik 1. Endlich auch mal wieder mit mir. Professor Tich ist übrigens auch wieder da. Alle heil wieder im Land und so. Allerdings müsst ihr vielleicht mit mir ein bisschen Rücksicht nehmen heute. Ich bin gestern früh erst gelandet, bisschen Jetlag noch, aber kriegen wir schon hin. Ist eigentlich mitten in der Nacht für mich, aber was man halt so als Informatiker macht um die Uhrzeit. Genau, wir fangen heute an. Mit mal wieder einem kleinen Risk to the Public, einer kleinen Softwarepanne. Diesmal sogar noch ein bisschen, ja, vielleicht noch schlimmer als die letzten, die wir uns angeschaut haben. Es geht um diesen kleinen Hubschrauber hier unten, oder na, Senkrechtstarter wohl eher. Naja, es sieht jetzt, der fliegt da ganz, ganz nett von dem Flugzeugträger runter, aber wenn man hier schon sieht, naja, das ist schon die Kante des Flugzeugträgers, der schwebt irgendwie über dem Meer. Wenn man sich das Bild anschaut, ich glaube, da wollte er nicht hin. War nicht ganz so geplant. Was da jetzt passiert ist, in diesem Fall ist, dass die zwei Piloten ja, mit dem Ding gestartet sind, obwohl sich das Ganze im Maintenance-Mode befand. Naja, der Maintenance-Mode war an der Stelle eingeschaltet worden, weil sie eine Software-Update bekommen haben für diesen Hubschrauber. Das Problem war, es war für die Piloten nicht zu erkennen, in welchem Modus sich das System befand an der Stelle. Das Einzige, was die beiden Piloten festgestellt haben, ist, dass nachdem sie den Motor gestartet haben, dass ja, der für 15 Sekunden kurz gestockt hat und dann einfach wieder ganz normal lief und alles sah so aus wie sonst. Das war alles, was sich für die beiden geändert hat. Außer dass noch eine, ich glaube, es war noch die Option des Exhaust Deflectors, der auf Anstand anstatt auf Auto, wie er normalerweise steht. Das haben sie in ihr Protokoll geschrieben. Aber ansonsten war das Flugzeug genauso, wie sie es normalerweise gecheckt hätten. Ja, das Problem ist, wenn man mit diesem Helikopter oder Senkrechtstarter oder Flugzeug, Mischung daraus, was auch immer, im Maintenance-Mode, also in der im Wartungsmodus liegt, hat er 20% reduzierte Schubkraft, was dazu geführt hat, dass das Flugzeug dann abgestürzt ist. Traurigerweise ist dabei tatsächlich auch einer von den beiden Piloten ums Leben gekommen. Das heißt, naja, so ein bisschen, was man hier sehen kann, man muss aufpassen, wie man solche Geschichten darstellt, gerade in sicherheitskritischen Bereichen. Nämlich, sie dachten eigentlich, dass der Austausch von On- und Auto Software-Update, naja, aus diesem Software-Update resultiert ist, wovon die beiden Piloten keine konkrete Information hatten, was da tatsächlich passiert ist. Das heißt, so ein bisschen, was man hier jetzt rausziehen kann aus dieser Panne ist, naja, man sollte immer wissen, in welchem Zustand sich das System befindet, mit dem man gerade interagiert. Man sollte aber vor allen Dingen auch als Softwareentwickler eine Möglichkeit vorsehen, dass die Leute wissen, worin sich Systeme, mit denen sie arbeiten, befinden. Vor allen Dingen auch, vielleicht nicht unbedingt irgendwelche Probleme, die aus Software-Updates entstehen, einfach verharmlosen. Das vorneweg zu unserem kleinen Risk to the Public. Und Martin macht jetzt weiter mit der Übung. Genau, auch von mir nochmal hallo. Mikro ein bisschen wegmachen. Du hast wunderbar den Foliensatz, sehr schön. Gut, ich fange auch einfach gleich an. Sie sollten in Aufgabe 1 eine Einschubarchitektur machen. Also Sie sollten dieses wunderbare JMJRST, das ja qualitativ sehr hochwertig ist, dazu bringen mit gewissen Erweiterungen, dass Sie eigene Plugins, eigene Einschübe dran machen können. Warum wir Ihnen das aufs Auge gedrückt haben, wir wollten, dass Sie sehen, dass auch bei solcher Software, die vielleicht nicht so ganz den Qualitätsstandards von manchen Firmen genügt, dass man das trotzdem so machen kann, dass man relativ leicht so eine Software doch noch erweiterungsfähig machen kann durch solche Einschübe. Wir hatten Ihnen gesagt, Sie müssen sich da ein bisschen einlesen in diese Service Loader API von Java, hatten Ihnen dann einen Link dazu gegeben und hatten Ihnen dann auch eine Vorlage in Elias bereitgestellt, die Sie verwenden sollten. Zunächst sollten Sie eben diese Architektur dahin kriegen, dass überhaupt solche Plugins geladen werden können. Das heißt, so ein Service-Lader soll einfach mal schauen, was gibt es denn alles für Plugins für JMJRST und soll die dann in einer Liste sammeln. Und später hatten Sie auch die Aufgabenstellung, dass Sie die alle sortieren sollen.
Das eigentliche Sortieren sehen Sie auf der nächsten Folie. Das, was Sie hier sehen, das ist das, was Sie mehr oder weniger aus diesem Link, den wir Ihnen zur Verfügung gestellt haben, herausziehen konnten. Also da war beschrieben, wie Sie diesen Service Loader einsetzen. Im Endeffekt diese Load-Methode, und dann können Sie sagen, was für eine Art von Plugins Sie suchen. Sie suchen jetzt quasi alle Plugins, die von dieser Plugin for JMJRST Klasse, abstrakte Klasse war es, glaube ich, erben. Und dann können Sie die halt eben in dem Fall würden wir das jetzt in eine Liste reinsammeln, also in diese Plugin-Liste. Dann können Sie damit irgendwas machen. Sie können sie dem Menü hinzufügen oder in unserem Fall jetzt erstmal in irgendeiner Form sortieren oder was auch immer Sie machen möchten. Das Sortieren an sich, dieses Jahr sollten Sie das sortieren nach der Länge der Namen. Das heißt, Sie sollten hier diese am besten diese Comparable-Schnittstelle implementieren. Die zwingt Sie dann dazu, diese Compare-to-Methode zu überschreiben, in der Sie dann eben sagen, wie so eine Sortierung auszusehen hat. Wie Sie sehen, wir benutzen hier die Compare-Methode, die die Klasse Integer schon mitbringt. Die sortiert einfach zwei Integer aufsteigend. Wir nehmen hier diesen GetSimpleName, das ist der Name der Klasse, also der, die übergeben wird, und nehmen davon die Länge. Das heißt, die Länge von diesem Namen, von diesem simplen Namen, und vergleichen sie eben mit dem anderen Namen. Und dann kommt halt irgendwie was raus mit minus 1, 0 oder 1. Je nachdem, ob das halt kürzer ist, länger oder ob es halt gleich lang ist. Das war die eigentliche Sortierung, die Sie machen sollten. Dann sollten Sie noch den Konstruktor von Menü anpassen. Also Sie sollten irgendwie das Ganze noch hinzufügen in das Menü von JMJRST. Diese ganzen Plugins. Kaputt? Ich weiß nicht. Wie kann das aussehen? Naja, Sie müssen erstmal zwei Menüs anlegen. Eins eben für die Konfiguration und eins zum Starten. Wir holen uns den String, also den Namen von dem Menü, irgendwie aus diesem m.messenger. Das haben wir dort hinterlegt. Das können Sie natürlich anders machen. Sie können auch hier fest den Namen rein kodieren, wenn Sie das möchten. Dann haben wir zwei Menüs angelegt. Diesen Menüs müssen wir dann eben alle gefundenen Plugins hinzufügen. Das sehen Sie dann auf der nächsten Seite, diese Create-Plugin-Menü-Methode. Wenn wir das gemacht haben, müssen wir das eben noch an dieses Option-Menü dran klatschen. Das steht hier in der Aufgabenbeschreibung. Also unter Optionen möchten Sie eben die ganzen Plugins, die es gibt, konfigurieren können bzw. aufrufen können. Genau, wir hatten noch gefordert, dass Sie noch solche Trenner hinmachen, oben und unten. Das sind hier diese Add-Separator, die eben einmal oben und unten drankommen. Gut, wie sieht das eigentlich erweitern von diesem Menü aus? Ja, Sie müssen in irgendeiner Form über alle Plugins, die Sie gefunden haben, drüber iterieren, die ganzen Plugins initialisieren und dann eben als einzelne Bin ich jetzt irgendwie komplett weg? Ja, ich bin wieder da. Okay. Näher rangehen. Okay. Gut, dann wird es jetzt ein bisschen lauter und ich spreche leiser. Gut, also wie funktioniert das? Naja, man muss so ein neues Menü-Item machen für jedes Plugin, das man findet. Idealerweise nimmt man natürlich den Namen des Plugins. Und dann muss man noch sagen, was passieren soll, wenn jemand auf diesen Menü-Eintrag draufklickt. Das können Sie entweder in dieser schönen Variante machen, also Sie müssen diesen Action-Listener definieren und Sie können sagen, okay, wenn jemand draufklickt, also wenn so eine Aktion ausgeführt werden soll, dann soll eben die Run-Methode des Plugins aufgerufen werden. Das hier ist eine schöne Variante, wie man das machen kann. Sie können es natürlich aber auch, also das kann man erst seit Java 8 machen, Sie können es natürlich aber auch ohne diesen Lambda-Ausdruck machen. Sie können auch schreiben, so mit einer anonymen Klasse, add action listener, new action listener und dann hier drin so eine anonyme Methode machen, in der Sie halt die eine Methode, die es da zur Verfügung gibt, überschreiben oder halt eben so. Also Sie müssten die action performed Methode überschreiben, die eben in so einem action listener zur Verfügung gestellt wird und in die würden Sie jetzt auch dieses run reinschreiben. Das ist jetzt einfach nur eine kürzere Schreibform, die Sie wählen können. Wie Sie es gemacht haben, ist aber letztendlich egal. Also hier machen Sie den Menüeintrag, eben wenn jemand dieses Plugin ausführen möchte. Dann hatten wir noch gesagt, es muss auch konfigurierbar sein, aber nicht jedes Plugin ist vielleicht konfigurierbar. Das heißt, Sie können hier zum Beispiel nachschauen, ist es konfigurierbar? Wenn nicht, naja, dann continue, also dann springen weiter zum nächsten Plugin, dann bin ich hier an dieser Stelle fertig. Oder Sie können sagen, naja, wenn es konfigurierbar ist, dann mache ich halt eben auch noch so einen Konfigurationsmenü-Eintrag
Und wenn ich dort halt auf den Knopf drücke, dann wird halt eben die Configure-Methode des Plugins aufgerufen und nicht die Run-Methode. Haben Sie bis hierher Fragen zum Plugin? Ja, bitte. Das E. Das ist der, lassen Sie mich kurz spicken, bei der Action-Performed-Methode, die Sie da in Kurzvariante definieren möchten, da gibt es so ein Action-Event-E, der mit übergeben gibt. Den würden Sie hier nehmen. Also dieser Add-Action-Listener hat eine anonyme, also die anonyme Klasse dieses Action-Listeners hat eine Methode, die Sie überschreiben müssen. Das ist die Public-Void-Action-Performed. Und die hat einen Parameter namens Action-Event-E. Wenn Sie den haben möchten, dann können Sie das so schreiben. Wenn Sie den aber nicht benutzen, können Sie jetzt auch nur Klammer auf, Klammer zu nehmen. Also wir benutzen das eh nicht, das könnte man sich hier auch sparen an dieser Stelle. Okay. Genau, sonst noch Fragen bis hierher? Bringe ich einfach weiter. Gut, der Name wäre hier Instagram von der zweiten Aufgabe beispielsweise. Plugin zum Menü hinzufügen und alles andere habe ich schon gesagt. Das hier stand, glaube ich, nicht auf der Aufgabenbeschreibung. Das mussten Sie auch nicht machen, nur damit es hübsch ist. Was ist, wenn es keine Plugins gibt oder wenn es nichts zu konfigurieren gibt? Das würde einfach nur dafür sorgen, dass wir hier trotzdem irgendwie eine schöne Ausgabe hätten. Es würde hier dafür sorgen, dass der Menüeintrag ausgegraut oder deaktiviert wäre. Also Sie können es nicht anklicken. Das Gleiche auch für die Konfiguration. Auch da, wenn es keinen, also wenn es keinen Eintrag gibt, dann könnte man auch hier irgendwie sagen, kein Eintrag vorhanden und das Ganze ausgrauen. Aber das ist nur eine Variante, wie Sie das hübsch machen könnten, wenn Sie wollten. Gefordert hatten wir das dieses Jahr nicht. Hoffe ich. Du widersprichst mir, wenn ich was Falsches sage. Aber da steht auch, war nicht gefordert. Gut, das war die Aufgabe 1, die Vorbereitung der Architektur für Einschübe. Haben Sie noch Fragen? Ich glaube, zu meiner letzten Frage, ob Sie Fragen haben, ist noch nicht viel passiert. Wunderbar. Dann wird jetzt Aufgabe 2 machen. Hier sollten Sie mal ein konkretes Plugin machen, das dann solche Freitextkommentare erzeugt, die iMage mehr oder weniger subtil loben sollen. Und Sie sollten dazu eben diese Architektur aus Aufgabe 1 verwenden. Sie sollten ein neues Modul namens Instagram Plugin erstellen und dann dort die abstrakte Klasse iMage Plugin for JMJ RST beerben, die nötigen Methoden implementieren. Wir hatten Ihnen hier in Aufgabe F noch gesagt, dass Sie hier dieses also Meta-Inf verwenden können. Also können Ihre Implementierung wie folgt aussehen. Was macht jetzt hier diese Annotation Meta-Inf-Services? Die sorgt einfach nur dafür, dass eine Textdatei erzeugt wird, in der reingeschrieben wird, was es für Plugins gibt, die eben diese Plugin for JMJ RST Schnittstelle beziehungsweise in dem Fall abstrakte Klasse implementieren. Also das ist einfach nur so eine Textdatei, in der steht halt drin, was für Plugins gibt. Und diese Plugins können dann eben geladen werden. In unserem Fall wäre das jetzt eben dieses Plugin, was Sie gerade schreiben. Und es sorgt halt dafür, dass es sagt, ja, ich bin ein Plugin von eben genau diesem Plugin for JMJ RST. Ansonsten müssen Sie dann, wenn Sie hier die Plugin for JMJ RST abstrakte Klasse beerben, dann sind Sie gezwungen, ein paar Methoden zu überschreiben. Unter anderem die getName und isConfigurable Methode. Naja, guten Namen müssen Sie irgendwie setzen. Das Ding nennt sich dann Instagram. Und in dem Fall ist es konfigurierbar. Dann müssen Sie auch den boolschen Wert setzen. Spannender wird es natürlich hier bei den anderen Methoden. Wir brauchen irgendwo diese Kommentare, die gelesen werden sollen und ausgespuckt werden sollen. Wir haben uns hier dafür entschieden, dass wir das einfach in so eine Liste von Strings reinmachen. Natürlich können Sie das auch in eine andere Datei auslagern, zum Beispiel so eine Properties-Datei, in der Sie dann die Kommentare zeilenweise einlesen. Das wäre natürlich schöner. Das ist jetzt hier nur wegen der Darstellung, haben wir es so gewählt. Kennt jemand dieses List-of? Einer, zwei. Also hier oben diese Variante List-of gibt es auch noch nicht so lange in Java. Seit Java 8, um genau zu sein. Das erzeugt einfach so eine Immutable List, also eine Liste, die nicht geändert werden kann, wenn sie erzeugt wurde. Einfach eine schönere Variante, als wenn man erst irgendwie ein Array erzeugt und diesen Array dann in eine Liste konvertieren will. So kann man halt relativ schön eine
eine Liste machen und ja gleich halt solche Werte mitgeben. Aber müssen Sie natürlich nicht so machen. Gut, also hier hätten wir jetzt diese Auswahl von Kommentaren, die wir anzeigen möchten. Und die möchten wir zufällig ausgeben. Wie kann das zufällig ausgeben funktionieren? Naja gut, man könnte hier irgendwie so einen Zufallsgenerator machen, der eben aus diesen Kommentaren, die wir da drin haben, zufällig einen zieht und den dann ausgibt. Konfigurierbar soll das Ganze auch sein. Wir hatten gesagt, dass ein spezieller Satz ausgegeben werden sollte. Das stimmt gar nicht. Es sollen erstmal alle Kommentare ausgegeben werden. Und dazu noch diesen Satz hier. Das Ausgeben von allen Kommentaren, da können Sie auch, wenn Sie möchten, einmal über diese Liste drüber iterieren und einfach jeden Wert ausspucken. Komma getrennt zum Beispiel. Nee, stimmt gar nicht. Es war nicht Komma getrennt. Wir haben gefordert, dass es zeilenweise gemacht wird. Oder Sie nehmen hier diese wunderbare Variante mit String.join. Da können Sie sagen, okay, nimm jeden Wert aus diesem Array raus und trenne den oder verbinde die einzelnen Werte eben mit diesem Backslash n. Also sprich, nimm jeden Wert und mach diesen Zeilenumbruch. Ja? Das kommt beim Init. Also die Frage war, ob nicht auf der Standard-Fehlerausgabe was ausgegeben werden sollte. Das ist in der anderen Teilaufgabe. Das ist der Init-Teil. Der Configure-Teil ist Aufgabe D. Genau, also andere Aufgabe. Sonst Fragen zu dieser Folie? Ja? Der Satz soll im Konfigurierfenster nicht auftauchen. Lassen Sie mich kurz nachgucken, bevor ich was Falsches behaupte. Also es sollen alle vorhandenen Freitextkommentare aufgelistet werden. Sorgen Sie dafür, dass die Kommentare zeilenweise angezeigt werden. Also Sie meinen, der untere Satz sollte dort nicht kommen. Das ist richtig, oder? Ja. Ich weiß auch nicht, warum der da ist. Sehr gut aufgepasst. Sie haben recht, der hat da eigentlich nichts zu suchen, der Satz. Gut. Aber die Kommentare sollten ausgegeben werden und das passt. Naja, daneben. Ist das der Titel vom Dialog? Ja, wunderbar. Ja, dann ist ja okay, dann ist es ja hier mit Komma getrennt, dann gehört es zu diesem Show-Message-Dialog. Okay, dankeschön. Dann ist es doch nicht so falsch, dann ist es einfach nur die Überschrift in diesem Fenster, was wir hier mit J-Option-Pane Show-Message-Dialog aufmachen. Da ist das hier der Inhalt und das hier die Überschrift. Glück gehabt. Sehr gut aufgepasst und mich gut gerettet. Merkt ihr den mal. Gut, was haben wir hier noch? Das war die Einbindung dazu für Ihren Ausdruck. Hier ist den Teil, den Ihr Kommilitone angesprochen hatte. Soll da nicht irgendwie was noch ausgegeben werden auf diesem Error-Kanal, System Error? Ja, das sollte aber hier in dieser Init-Methode passieren. Da hatten Sie diesen Satz vorgegeben. Und dann sollten Sie auch immer noch den aktuellen Benutzernamen machen. Mit ein bisschen googeln, bingen, duckduckgoen bekommt man heraus, dass es mit system.getProperty.user.name machbar ist. Gut, dann wäre ich auch schon durch mit Aufgabe 2. Gab es da irgendwelche Schwierigkeiten oder haben Sie noch Fragen zur Aufgabe 2? Vielleicht mal eine kurze Frage. Wer hat denn alles die Aufgaben bei mir Aufgaben bearbeitet? Okay, das sind sehr viele. Wunderbar. Sehr schön. Wer fand die Aufgabe zu schwierig? Also jetzt nur die Programmieraufgabe. Ja. Okay. Wenig, dann rechnen wir noch die drauf, die sich nicht trauen, sich zu melden, aber das geht dann, glaube ich, trotzdem. Ich rede es mir zumindest ein. Gut, wenn Sie soweit gekommen sind, dann konnten Sie ja schön Aufgabe 3 machen, da sollten Sie das Ganze bündeln. Das heißt, Sie sollten eben nicht nur, oder Sie sollten eben alle Module zusammenschnüren und ausführbar machen. Also wenn Sie das eben ohne so einen Bundle machen, dann ist das Ganze nicht ausführbar, weil dieses Hauptprojekt nicht ausführbar ist. Das macht einfach so eine Packaging-POM und es kann halt nicht gestartet werden. Wenn Sie diese Module als Abhängigkeit machen würden, dann können die Abhängigkeiten auf JMJRST haben und zirkuläre Abhängigkeiten haben. Das möchten Sie nicht. Das hier sind schon die ersten Punkte, die Sie bei dieser Aufgabe bekommen konnten.
Oder der erste halbe Punkt zumindest, ich bin mir nicht sicher. Ich denke, das war jetzt nicht so ganz schwer. Sie sollten einfach die Main-Methode der App-Klasse so implementieren, dass JMJRST gestartet wird. Ja, das war wirklich alles, was Sie da machen mussten. Sie delegieren einfach die Argumente, die Sie hier bekommen, an die Main-Methode von JMJRST. Spannender wird es natürlich, wie man jetzt diese POM-Datei manipulieren muss, damit es unsere anderen Aufgaben von C genügt. Also, Sie sollten beispielsweise die Hauptklasse in das Manifest hinzufügen. Das können Sie hier über dieses Main-Class machen, was Sie hier im Konfigurationsblock setzen können. Da müssen Sie einfach den Klassennamen angeben von dieser Klasse, die Sie starten möchten, also die Klasse, die eben diese Main-Methode enthält. Dann hatten wir Ihnen auf dem Blatt geschrieben, Sie sollten etwas machen, oder damit es aufgrund der von uns vorgegebenen Artifact-ID nicht zu Konflikten kommt, da ja alle Module gleich sind oder die gleiche Artifact-ID haben, sollten Sie diese Option GraphPath-Layout-Type setzen. Die kommt auch hier rein und die müssen Sie dann auf Repository setzen. Sorgt einfach dafür, dass der komplette Pfad genommen wird und nicht nur der Name. Und dann unterscheidet sich das eben bei allen Abhängigkeiten, die Sie reinmachen. War das schon alles auf dieser Folie? Okay. Das sorgt dafür, dass der Klassenpfad hinzugefügt wird, dieses AddClassPathTrue. Und dann sollten Sie später auch sagen, wo die ganzen Abhängigkeiten hinkopiert werden sollen. Wir hatten gesagt, in den Target-Ordner. Sie können es auch in TargetLib machen. Das ist ein bisschen handlicher, damit Sie nachher diese Abhängigkeiten wieder wegkopieren können. Also bei mehreren hat es nicht funktioniert. Okay. Ja, die Group-ID wird auch als Ordner genommen, soweit ich weiß. Tobias, du widersprichst mir, wenn es nicht stimmt. Also soweit ich weiß, wird Group-ID genommen, Artifact-ID. Ja, das Problem ist ja eigentlich, dass die Group-ID bei allen gleich ist, Artifact-ID, oder? Noch mal genauer nachschauen und dann. Aber haben Sie eine Lösung gefunden für das Problem? Okay. Hat jemand es hinbekommen, ohne diese Zeile rauszulöschen? Möchte einer sagen, wie er es gemacht hat von denjenigen? Nein? Okay. Alles klar. Gut, dann müssen wir uns das nochmal anschauen, glaube ich. Gut, wir werden es ins Forum schreiben, was es da für Probleme gab. Aber wenn es geklappt hat mit rauslöschen, ist ja schon mal gut. Das heißt, Sie haben es überhaupt, also Sie haben es hingekriegt in irgendeiner Form. Okay, wunderbar. Da müssen wir mal schauen, woran das lag. Gut. Was sollten Sie dann noch machen? Sie sollten noch dieses Maven Dependency Plugin anpassen. Was macht dieses Plugin? Naja, dieses Plugin sorgt dafür, dass alle Abhängigkeiten kopiert werden. Also, dass alle Abhängigkeiten, die Sie haben, auch in diese Char-Datei, die erzeugt wird, gelangen. Ein paar Sachen mussten Sie dort konfigurieren. Sie können in Maven hier angeben mit diesem Face-Package, wann dieses Kopieren stattfinden soll. Durch diese Zeile sagen Sie immer dann, wenn Maven-Package aufgerufen wird, soll eben dieses Goal-Copy-Dependencies aufgerufen werden. Und dieses Goal gehört halt eben zu diesem Plugin, Maven-Dependency-Plugin, und es sorgt dafür, dass, so wie das hier konfiguriert ist, dass eben alle Abhängigkeiten dorthin kopiert werden. Und zwar halt immer dann, durch dieses Lifecycle-Management von Maven, immer dann, wenn halt Maven-Package aufgerufen wird. Das ist das, warum wir Sie zu diesem Repository-Layout nötigen wollten. Wir wollten eben, dass diese komplette Ordnerstruktur übernommen wird. Also JUnit, die Versionsnummer, eben halt die Kombination aus Artifact-ID und Group-ID. Das hier war, glaube ich, nicht gefordert. Override Snapshots und Override if newer. Das sorgt dafür, dass immer die aktuellsten Abhängigkeiten verwendet und kopiert werden. Das ist jetzt vielleicht in diesem Projekt nicht ganz so spannend, aber wenn Sie jetzt ein eigenes Projekt haben und Sie haben irgendwelche Abhängigkeiten, die Snapshots sind, also Sie benutzen ein anderes Projekt, das Sie vielleicht auch gerade programmieren und Sie haben dann immer so eine 001 Snapshot, die Sie halt ab und zu ein bisschen ändern, dann bauen Sie sie neu. Und jetzt möchten Sie hier das Ganze
bauen und kopieren. Dann schaut Maven nach, okay, die Variante, die Bibliothek habe ich als 001 Snapshot, brauche ich mir nicht neu bauen, habe ich ja schon. Ja, weil die denselben Namen haben, diese Snapshots. Und damit würden sie die halt zwingen, dass sie trotzdem jedes Mal neu gebaut wird, falls Änderungen da sind. Aber wie schon gesagt, war bei uns hier nicht gefordert. Dann müssen sie noch sagen, wohin das Ganze kopiert werden sollte, wohin müssen diese ganzen Dependencies. Sie können hier diese Variable Project Build Directory nehmen, das entspricht dann diesem Target-Ordner. Und wir haben vorher auf der Folie zuvor gesagt, naja, wir wollen die im Lib-Ordner haben. Wir haben den Klassenpfad so gesetzt, dass eben dieser Lib-Ordner verwendet wird. Wie Sie das verwenden, ist egal. Wir hatten nur Target gefordert und nicht Lib explizit. Include Scope. Runtime sorgt dafür, dass nur die Abhängigkeiten kopiert werden, die auch zur Laufzeit benötigt werden. Das heißt, in diesem Fall würde JUnit nicht mitkopiert werden, weil JUnit würde nur während der Testphase verwendet werden. Das macht immer dann Sinn, wenn Sie jetzt größere Projekte haben mit ganz vielen Abhängigkeiten und Sie möchten dem Kunde jetzt nicht unbedingt JUnit mit ausliefern, Sie möchten auch keine 600-Megabyte-Datei liefern, sondern Sie möchten wirklich nur das haben, was zur Laufzeit benötigt wird. Dann kann man das hier einschränken mit Runtime oder Compile. Eins davon ist auch der Standard. Ich glaube, Runtime ist sogar der Standard. Gut, also JUnit schon mal nicht. Haben Sie Fragen zur Aufgabe 3? Wie schon gesagt, das eine müssen wir nachschauen, werden wir Ihnen im Forum Bescheid geben. Aber gab es sonst irgendwelche Unklarheiten bei dieser Aufgabe? Gut, alle Klarheiten beseitigt. Dann übergebe ich an Tobias. Bist du noch wach? Weiß ich nicht, mal gucken. Sehr gut. Gut. Aber ich meine, das Aktivitätsdiagramm wird mich bestimmt genug aktivieren, dass wir hier irgendwie durch die Aufgabe kommen. Okay, der war wirklich schlecht. Aber sorry, ich bin müde. genau, also Aufgabe 4, das Aktivitätsdiagramm. Kurze Frage, wer hatte Probleme mit der Aufgabe? Hatte jemand Probleme mit der Aufgabe? War sie zu unverständlich? Vielleicht ein bisschen. Vielleicht schauen wir uns das mal genauer an. War zumindest viel Text. Genau, schauen wir uns doch mal genau an, was da gefordert war. Sie sollten ein Aktivitätsdiagramm zu diesem Szenario schreiben. Das Szenario kannten wir ja schon vom vorherigen Blatt. Genau. Jetzt schauen wir uns doch mal an, was in diesem Beschreibungstext so alles drinsteckt. Zunächst mal, naja, in der ersten Zeile hat man die Applikation, man hat noch den Nutzer und man hat auch noch irgendwann später diesen PeerCorp-Zentral-Server. Das wären jetzt potenzielle Kandidaten für die Partition in unserem Aktivitätsdiagramm. Genau. Dann gehen wir das Ganze jetzt mal von vorne durch. Wir haben im ersten Satz eine Aktivität drin, nämlich die Applikation zeigt die Startseite an. Daraufhin klickt der Nutzer auf das HDR-Bild und die Vorschau wird erzeugt und angezeigt. Außerdem kann er dann durch Betätigen der Teilen-Schaltfläche das Bild auf Phase-In hochladen. Genau, dann wird das entsprechende Bild auf den Zentralserver gesucht und an Phase-In gesendet. Und gleichzeitig damit, mit diesem Senden, kehrt die Applikation auf die Startseite zurück. Das gleichzeitig schauen wir uns natürlich gleich noch genauer an, weil ja Gleichzeitigkeit in Aktivitätsdiagrammen können wir ja gesondert modellieren. Genau. Dann haben wir noch das Klicken der Schaltfläche neues HDR-Bild, woraufhin dann halt die Übersicht auf dem Mobiltelefon gespeicherten Bilder angezeigt wird. Daraufhin wählt der Nutzer drei Bilder aus der Bildreihe und bestätigt seine Auswahl mit einem Klick auf HDR-Bild erstellen. Und die Eingabebilder werden anschließend wieder auf den, oder die Eingabebilder werden dann auf den Zentralserver hochgeladen. Das HDR-Bild erzeugt daraufhin auf dem Server und dann kommt die Beschreibung, wie das Ganze geht mit dem HDR-Bild. Man rekonstruiert der Server zunächst die Antwortkurve, dann kombiniert er die Eingabebilder. Hierzu iteriert er über die Pixel des Bildes und bestimmt für jeden Pixel den neuen Farbwert. Das funktioniert dann wiederum dadurch, dass er halt die gewichteten Einzelfarbwerte kombiniert mit der Antwortkurve und dann gewichtete Summe davon benutzt zur Normierung. Das ist quasi schon, also
ziemlich genau den Ablauf, den wir ja auch schon auf Blatt 2 implementiert hatten, der auch schon auf Blatt 2 irgendwie als Beispiel ja auch schon in unserem Lastenheft-Szenario drin vorkam. Genau. Dann daraufhin wird das Bild in den RGB-Farbraum gewandelt vom Server und beide Bilder gespeichert, sowohl das HDR als auch das RGB-Bild. Und die Applikation wartet, solange die Erzeugung nicht beendet ist. Das heißt, wir haben da auch ein aktives Warten quasi auf der Seite der Anwendung. Außerdem, per Klick auf die Schaltfläche HDR-Bild abholen, kann dem Nutzer das Vorschaubild angezeigt und die Kaufoption angezeigt werden. Und der Nutzer, wenn er eine Kaufoption gewählt hat, speichert die Applikation direkt das Bild im Bilderordner, besitzt der Nutzer aber bereits ein Monatsabonnement, mit dem direkt die Schaltfläche HDR-Bild jetzt speichern angezeigt von der Applikation. So, jetzt haben wir hier ganz viel Rot, ein bisschen Gelb und die drei Grünen. Die drei Grünen waren jetzt potenzielle Partitionen. Wir haben mit den gelben Geschichten quasi Bedingungen, die wir an den Stellen in das Aktivitätsdiagramm einfließen lassen können. Und die roten sind Kandidaten für eigentliche Aktivitäten. Die Aktivitäten sind immer, also eine Aktivität ist immer etwas, was tatsächlich ausgeführt wird, was getan wird. Genau. Außerdem hatten wir noch den Hinweis gegeben, dass Sie für die Darstellung des Aktivitätsdiagramms geschachtelte Aktivitätsdiagramme benutzen können. Das sehen wir gleich noch später. Man kann das auch noch vor allen Dingen für das Erzeugen des HDR-Bildes in ein extra Diagramm auslagern. Das mussten Sie aber nicht. Sie können es auch einfach in einem Diagramm lösen. Genau. So. Wenn man sich das Ganze jetzt so anschaut und einfach von vorne loslegt und das Aktivitätsdiagramm zeichnet, dann kommt man oder fängt man erstmal an und hat hier irgendwie diesen Nutzer, man hat die Applikation, man hat den Server, man startet irgendwie bei Startseite Anzeigen. Dann gibt es da irgendwie diese Kante von Startseite Anzeigen von der Applikation auf HDR-Bild klicken des Nutzers. Gut, wenn man sich da jetzt mal drüber nachdenkt, das bedeutet, dass die Aktivität auf ein HDR-Bild klicken des Nutzers tatsächlich davon abhängt, oder dass eigentlich die Startseite Anzeigen dafür sorgt, dass der Nutzer daraufhin auf das Bild klickt. Wenn man da ein bisschen semantisch drüber nachdenkt, ergibt das nicht so ganz Sinn, weil das ist eigentlich nicht das, was passiert. Eigentlich müsste man da, oder genau zu sein, müsste man eigentlich drei verschiedene Aktivitätsdiagramme an der Stelle machen, die horizontal durch das Ganze durchgehen. Wir haben uns aber dafür entschieden, das Ganze ein bisschen anders zu lösen. Wir haben nämlich nun zwei Partitionen. Wir haben nicht den Nutzer als Partition, sondern modellieren den Kontrollfluss des Nutzers als Bedingungen in der Applikation. Das heißt, wir haben eigentlich nur die tatsächliche Darstellung des Programms, der Applikation und des Servers in unserem Aktivitätsdiagramm und nicht den Nutzer, der auf irgendwas draufklickt. Was auch semantisch für ein Aktivitätsdiagramm eines Programmes durchaus Sinn ergibt. Das heißt, wir haben jetzt am Anfang die Aktivität Startseite anzeigen, die erst dann in den nächsten Zustand übergeht, wenn die Bedingung Klick auf HDR-Bild erfüllt ist. Das heißt, es wurde ein Klick auf diesem HDR-Bild ausgeführt. Erst dann wird die Vorschau erzeugt. Das heißt, man kann diese Bedingungen, die wir hier sehen, wir haben die bisher in der Vorlesung immer nur dann an diesen Rauten gesehen, bis später auch noch auf der nächsten Folie sehen werden. Man kann diese Bedingungen aber durchaus in einem UML-Aktivitätsdiagramm an jegliche Kante dran schreiben. Das heißt dann, dass diese Kante nur dann ausgeführt wird, wenn diese Bedingung auch erfüllt wird. So, das heißt, wenn wir die Vorschau erzeugt haben, geht es direkt weiter auf Vorschau anzeigen. Ja, eine Frage? Die Frage war, ob es hier nur weitergeht, genau dann oder nur dann, wenn diese Bedingung erfüllt ist. Es geht nur weiter, wenn die Bedingung erfüllt ist an der Stelle. Genau dann also. Also, Moment. Frage. was war das Ziel Ihrer Frage an der Stelle? Ja, okay, jetzt habe ich Ihre Frage verstanden. Also Ihr Kommilitone fragt, ob diese Bedingung hier vorne
zwar erfüllt sein kann, wir verbleiben aber noch in dem vorherigen Zustand und springen erst dann irgendwann später zu einem späteren Zeitpunkt weiter. Im Aktivitätsdiagramm ist es immer so, dass diese, also die Token, die da weitergereicht wird, werden immer an die jeweiligen Kanten angelegt werden, sobald die Aktivität beendet ist. Also wenn jetzt die Aktivität Startseite Anzeigen beendet ist, liegt hier am Ende dieser Aktivität bereits das Token an und sobald diese Bedingung erfüllt wird, wird dieser Token weitergereicht. Das heißt, wir können nicht in diesem Startseite Anzeigen verweilen, außer Startseite Anzeigen ist noch nicht beendet. Sobald die Aktivität Startseite Anzeigen, ja okay, ich sehe Ihren Punkt an der Stelle. Okay, das ist tatsächlich ein valider Punkt. Also es ist eigentlich genau dann, wenn diese Bedingung erfüllt wird, geht die Aktivität weiter. Machen wir mal weiter. Wir sind jetzt in Vorschau anzeigen, da Vorschau erzeugen keine Bedingung danach hat. Wir haben dann die Bedingung Klick auf Teilen ist erfolgt und senden dann oder schicken dann das Bild an den Server, beziehungsweise der Server sucht das Bild in der bisherigen Darstellung. Noch eine Frage? Die Frage Ihres Kommilitonen war, ob man da noch weiteren Kontrollfluss bräuchte. Die Frage war, an der Stelle, noch können Sie noch mal kurz wiederholen. Aber ich glaube, im Text ist tatsächlich die Aktion, die beschrieben wird. Moment, mal kurz schauen. Ja, da steht aber nur, dass der Nutzer die Teilenschaltfläche betätigt, um das Bild hochzuladen. Da steht keine Aktion von, dass das Bild noch geteilt wird von der Applikation. Sie können natürlich, wenn das valide ist, was Sie modelliert haben, also wir haben jetzt hier zum Beispiel hier unten auch noch weitere Aktionen eingeführt, die vollkommen okay sind. Sie durften das gerne erweitern, wenn das semantisch sinnvoll ist an der Stelle. Also es geht jetzt nicht darum, dass das hier die einzige Lösung ist für das Aktivitätsdiagramm, sondern wir zeigen jetzt eine Lösung, die wir für sinnvoll halten an der Stelle. Genau. Machen wir mal weiter. Wenn wir jetzt auf dem Server das Bild gesucht haben, haben wir jetzt hier die Aufteilung. Es ging ja, wir erinnern uns eben dran, dass wir diese Gleichzeitigkeit hatten im Aktivitätsdiagramm. Mach mal kurz noch kurz den zu Ende, dann machen wir die, die nächste Frage. Und das Bild an Phasing gesendet wird. Da beenden wir den Kontrollfluss an der Stelle, weil der Server dann erstmal dort nicht mehr weiter handelt im Aktivitätsdiagramm. Aber gleichzeitig zu diesem Senden an Phasing zeigen wir halt wieder die Startseite an. Jetzt können wir fragen, vielleicht erst. Okay. Also die Frage Ihrer Kommilitonin war, da wir ja jetzt hier beim ersten Mal Startseite anzeigen, eigentlich jetzt nur, also wir haben noch kein Bild theoretisch in unserer Aktivität hier modelliert an der Stelle. Was wir jetzt hier in diesem Szenario nur abbilden, ist tatsächlich das, was im Szenariotext dasteht. Wenn Sie natürlich jetzt ein vollständiges Aktivitätsdiagramm dieser Applikation und wie das Ganze funktionieren würde, umsetzen wollen würden, vielleicht würden Sie es dann auch vielleicht nicht in der Form umsetzen, wie wir das jetzt hier haben. Weil Sie natürlich dann auch noch verschiedene Möglichkeiten haben. Sie hätten dann mehr Kanten, die von der Startseite weggehen, weil Sie ja je nachdem, welchen Kontrollfluss Sie nehmen, dann entscheiden müssen. Das funktioniert aber im Aktivitätsdiagramm auch so dann nicht. Da würden Sie dann vielleicht eine andere Darstellung wählen. Aber vielleicht nochmal den Hinweis, unten dieser Satz, setzen Sie die oben stehende Szenariobeschreibung als Aktivitätsdiagramm um. Also so, wie es da steht. Das, auch wenn es Quatsch ist, an manchen Stellen behaupte ich jetzt einfach mal. Wenn man hier davon ausgehen muss, dass schon ein HDR-Bild da ist, in dem Szenario ist es da, dann müssen Sie das aber so modellieren. Also auch für die Klausur als Hinweis,
Wir können natürlich, wenn es semantisch Sinn macht, was Kontrollfluss angeht und so weiter, das Ganze dann noch abändern, aber halt nichts dazu texten, was halt vielleicht Sinn machen würde, aber so im Szenario nicht vorgesehen ist. Ich übergebe dir die Fragen wieder. Genau, richtig. Also, ja, ein vollständiges Aktivitätsdiagramm dieser Applikation zu bauen. Also, oder warten wir, nochmal einen Schritt zurück. Aktivitätsdiagramme modellieren immer einen gewissen Ablauf einer Durchführung, einer Interaktion mit einem Programm. Das heißt, wir modellieren dort nicht alle möglichen Abläufe, die es geben kann, sondern nur den, den wir in dem Fall modellieren wollen. Wenn wir jetzt tatsächlich alle möglichen Abläufe von dieser Geschichte, oder ich würde tatsächlich in dem Fall dann eher ein Zustandsdiagramm wählen, um wirklich sagen zu können, wie kann ich von einem Zustand des Systems in ein anderes übergehen oder tatsächlich ein Sequenzdiagramm, um die Abläufe darzustellen. Aber eigentlich sind diese Diagramme in dem Fall nur dafür da, beispielhafte Anwendungen dieses Programms zu zeigen. Es Antwortet ist das etwa Ihre Frage? ja auch nicht vollständig, ne? Der Benutzer könnte ja jetzt jederzeit nochmal woanders klicken oder zweimal auf denselben Knopf drücken. Das ist hier alles gar nicht modelliert. Ja, also das soll keine vollständige Möglichkeit aller möglichen Interaktionen zeigen, sondern halt eben diesen konkret beschriebenen Ablauf. Glaube, da hinten war zuerst die Frage. Ja, also die Frage des Kommilitonen war, wir haben jetzt hier nicht modelliert, dass man die Applikation in irgendeinem Punkt zwischendrin beenden könnte oder dass man irgendetwas anderes machen könnte. Das ist aber so ähnlich die Beschreibung, die ich gerade eben auf die Frage auch schon geliefert habe. Sie sollten genau dieses Szenario an dieser Stelle als Aktivitätsdiagramm darstellen. Es ist eigentlich das Aktivitätsdiagramm in dem Fall mehr ein Flussdiagramm, was einem zeigt, wie der Ablauf in diesem Fall funktioniert. Vielleicht auch nochmal, jedes UML-Diagramm zeigt einen Aspekt. Ne? Klassendiagramm hat irgendwelche strukturellen Abhängigkeiten, Objektdiagramme, irgendwelche Kontrollflussdiagramme, hier auch Aktivitätsdiagramme. Es soll Also. einfach die Abfolge von Aktivitäten hintereinander zeigen. Und darum bauen wir solche Guards ein, die sagen, diese Aktivität wird aber erst gestartet, wenn das hier eingetroffen ist, also wenn einer draufgeklickt hat. Da geht es darum, dass man modelliert, wie diese Aktivitäten hintereinander geschaltet werden oder wann welche Aktivität in welcher Form stattfindet. Oh, ich glaube jetzt. Okay, also ja, die Aussage Ihres Kommilitonen war, ob das jetzt wirklich die gesamte Wahrheit an der Stelle ist, weil wofür bräuchte man, also warum kann man überhaupt Bedingungen, warum kann man überhaupt verschiedene Flüsse und Gleichzeitigkeiten und so etwas darstellen, oder Gleichzeitigkeit vielleicht schon, aber Bedingungen in dem Fall überhaupt darstellen, in einem Aktivitätsdiagramm, wenn man immer nur genau einen Ablauf zeigen will. Naja, man möchte, also, okay, vielleicht habe ich mich nicht gut genug an der Stelle ausgedrückt. Man möchte schon zeigen, dass man vor allen Dingen und mit unterschiedlichen Daten und unterschiedlichen Objekten, mit denen man hantiert, auch unterschiedliche Abläufe darstellen kann. Wir haben jetzt hier den Objektfluss komplett rausgelassen, aber eigentlich gehört zu einem Aktivitätsdiagramm auch noch ein Objektfluss, der je nachdem dann die Bedingungen auch in dem Fall, naja, je nachdem, mit welchen Daten wir das Programm ausführen, haben wir einen anderen Fluss an der Stelle. Dafür benutzt man eigentlich das Aktivitätsdiagramm. Hätten Sie das jetzt aber auch noch modellieren müssen, wäre dieses Diagramm, naja, sind dreimal so groß geworden. Das wollten wir von Ihnen an der Stelle nicht fordern. Das ist eigentlich eine Vereinfachung, die wir jetzt für diese Übung getroffen haben und die wir meistens auch in der Klausur durchführen, dass wir Sie nur ein bestimmtes Szenario darstellen lassen. Wenn Sie das natürlich jetzt vollständig machen, wird das Ganze deutlich größer. Man muss viel mehr Optionen an der Stelle mit betrachten. Wir möchten aber in dieser Übung nur zeigen, dass sie in der Lage sind, mit den Elementen umzugehen und diese Elemente auch so einzusetzen, dass sie einen bestimmten Fluss mit zwei kleineren Varianten an der Stelle tatsächlich umsetzen können. Müssten ja auch alle Fehlerfälle reinmachen. Sie würden dann noch andere Diagrammtypen verwenden, Sequenzdiagramme beispielsweise, um das Ganze noch zu unterstützen, Objektflussdiagramme. Wir haben hier immer nur eine begrenzte Aufgabe, damit das Ganze noch handelbar ist, in der Klausur auch. Das ist einfach nur der Grund. Haben noch mehr Fragen?
Genau, also ja, also ich habe auch, genau, also Ihre Kommilitonin hat gefragt, ob da jetzt natürlich, wenn man jetzt mehr Varianten dieser Applikation modelliert hat und man das Szenario sinnvoll erweitert hat, ob das jetzt ein Fehler wäre. Also solange das semantisch korrekt ist, natürlich nicht. Also ich zeige Ihnen jetzt hier diese eine Lösung an der Stelle. Und die ist schon groß genug. Und das ist das, was wir quasi als Minimallösung sehen. Sie können natürlich beliebig viele weitere Aktivitätsflüsse an der Stelle modellieren und das Ganze sinnvoll erweitern. Das ist, wie gesagt, nicht die eine Lösung hier. Nur so. Also, ich glaube, da war noch eine Frage. Okay. Also die Frage Ihres Kommilitonen war, ob, wenn man jetzt die beiden Startseite anzeigen, also das Diagramm so modelliert hat, wie es jetzt hier ist, nur man hat die beiden Startseite anzeigen als eine Aktivität. Wenn man daraufhin den Objektfluss von dort weg richtig modelliert hat, also dort dann tatsächlich eine Bedingung, eine Verzweigung hat, ob jetzt auf das HDR-Bild geklickt wurde oder auf Teilen geklickt wurde, dann ist das natürlich korrekt an der Stelle. Ich glaube, wir machen jetzt mal weiter, sonst kommen wir mit der Übung nicht mehr durch. Fragen gerne nachher noch, aber müssen noch ein bisschen was vom Stoff heute abarbeiten. Ja, müssen wir. Genau. Gut, also machen wir mal weiter. Wir waren jetzt an der Stelle hier Startseite anzeigen. Wir haben wieder die Bedingung, auf neues HDR-Bild wurde geklickt und dann zeigen wir die Bilderübersicht an. Hier haben wir jetzt zwei Bedingungen auf einmal, das ist eigentlich sogar noch eine Aktivität in der Beschreibung drin. Das heißt, es ist vollkommen okay, wenn Sie da drin hier zwischen noch eine weitere Aktivität haben, hieß es nochmal genau, ja, das Wählen der Bilder eigentlich, womit dann die Bilder, naja, bestätigt werden. Wobei, das passt eigentlich so. Genau. Und dann werden die Bilder hochgeladen. Wir haben jetzt uns hierfür entschieden, das Ganze hier mit einer Aufteilung und einem Zusammenführen zu bauen. Sie können aber auch das Warten, was wir eben im Beschreibungstext gesehen haben, natürlich auch mit einer Aktivität lösen. Das sind die beiden Möglichkeiten, wie man das Ganze jetzt umsetzen kann. Wir haben jetzt hier noch die Aktivität Upload Empfangen zugefügt. Das ist aber optional. Das war nicht in dem Szenario drin. Das ist jetzt einfach nur eine Erweiterung, die wir jetzt hier hinzugefügt haben. Und wir haben jetzt hier die HDR-Bild erzeugen Aktivität, die mit diesem kleinen Symbol ausgestattet ist, was bedeutet, wir haben gleich noch ein Diagramm, wo die Aktivitäten drin sind, die das darstellen. Genau, und dann werden die Bilder gespeichert. In dem Fall, man hätte jetzt auch noch RGB-Bild speichern und HDR-Bild speichern daraus machen können. Wir haben das jetzt hier einfach aus Platzgründen vereinfacht. Und die Zusammenführung, die dafür sorgt, dass die Applikation so lange nicht weiterarbeiten kann, bis die Aktivität auf dem Server beendet ist. Das bedeutet diese Barriere an dieser Stelle. Das heißt, hier wird erst dann ein Token angelegt und auch zu Bildempfang weitergereicht, wenn auf beiden Kanten hier auch ein Token anliegt. Das ist wichtig an der Stelle zu sehen. Das heißt, dieses Warten, was man auch als Aktivität modellieren könnte, wird hier implizit über diese Barriere geregelt. So. Die Bildempfangen-Aktivität ist auch optional, die haben wir auch hinzugefügt. Das ist einfach nur, dass wir da eine Aktivität haben. Man kann aber auch natürlich direkt weiterspringen an der Stelle. So, jetzt haben wir, dass das HDR-Bild abholen geklickt wurde. Das heißt, dann wird das Vorschaubild angezeigt. Jetzt haben wir tatsächlich auch eine Unterscheidung, ob jetzt ein Abo schon vorhanden ist oder kein Abo vorhanden ist. Wenn kein Abo vorhanden ist, dann werden die Kaufoptionen angezeigt. Wenn dann eine Option gewählt ist, wird direkt das Bild gespeichert, so stand es im Text. Wenn ein Abo vorhanden ist, wird die HDR-Bild jetzt speichern, Schaltfläche angezeigt von der Applikation. Auch nur dann wird sie angezeigt. Und dann kann man auf HDR-Bild jetzt speichern klicken. Und dann wird das Bild gespeichert. Das ist jetzt der Teil 2 von dem Hauptdiagramm. Jetzt machen wir noch kurz die HDR-Bild erzeugen. Das Subdiagramm an der Stelle eigentlich.
Wir haben natürlich für ein Subdiagramm auch immer einen Startpunkt. Wir müssen wieder sehen, wo beginnt dieses Aktivitätsdiagramm und auch einen Endpunkt, damit man weiß, wenn man sich jetzt hier das anschaut, wann denn, wo man hier reingeht und wo man wieder rauskommt. Das heißt, als erstes wird auf dem Server dann jetzt die Antwortkurve rekonstruiert und dann soll über alle Pixel des Bildes iteriert werden, um dann daraus die, genau, dann werden die Einzelfarbwerte kombiniert mit der Antwortkurve und normiert und wenn alle Pixel berechnet sind, dann kann das Bild in den RGB-Farbraum abgebildet werden. Das ist jetzt stark vereinfacht an der Stelle. Wenn man das natürlich jetzt vollständig modellieren wollen würde, wäre das Aktivitätsdiagramm für dieses HDR-Bild erzeugen deutlich größer. Uns reicht aber diese Minimalform schon aus. Wenn Sie da natürlich jetzt mehr modelliert haben, das semantisch korrekt ist, ist das vollkommen in Ordnung an der Stelle. Genau. Gibt es hierzu Fragen? Okay. Ja, wir hatten jetzt auf jeden Fall schon ein paar Fragen. Machen wir mal weiter mit Aufgabe 5. Das ist vielleicht ein bisschen bekömmlichere Kost an der Stelle. Zumindest mal die ersten Aufgaben. Wir haben dieses wunderschöne Zustandsdiagramm gegeben und diese tolle Abfolge von Buchstaben. Ich meine, Sie haben alle die Grundbegriffe schon gehört. Sie wissen, wie ein Automat funktioniert. Von daher sollte das nicht so unglaublich schwierig gewesen sein. Wir gehen das mal schnell durch. Wenn wir X eingeben, landen wir in U. Wenn wir Y eingeben, folgen wir der Kante, landen in dem geteilten Zustand V Kreuz W mit den Zuständen, internen Zuständen D und G. Mit einem weiteren X in E A. Mit Y bleibt H in, bleibt man in dem W-Teil in H und bei dem V-Teil landet man in D. Mit dem Y ändert sich wiederum nur die linke Seite. Und wenn wir jetzt das Z eingeben, springen wir wieder aus diesem VW raus und landen in dem C-Zustand. Wenn wir jetzt B eingeben, verlassen wir wieder den gesamten großen U-Zustand. Hinweis hierbei, wir haben hier eine Historie, das bedeutet, es wird sich gemerkt, ob man in B, C oder in VW ist, in diesem U-Zustand. Und diese Information bleibt erhalten. Wenn wir jetzt also wieder von A mit einem X hier reinspringen, landen wir wieder in C, weil wir wussten, dass wir in diesem Zustand waren. Das bedeutet dieses Historiensymbol hier unten. Und jetzt machen wir nochmal Y, ein C, um nach I rauszuspringen, ein Y, um I zu bleiben und springen wieder mit X rein. Wir waren aber immer noch vorher in C, das heißt, wir landen in C am Ende. Gibt es hierzu Fragen? Ja? Die Frage des Kommilitonen war, wenn jetzt in V eine Historie, auch eine Historie wäre. Wenn nur in V eine Historie wäre, ja. Wenn wir jetzt hier ein H-Stern hätten, hätten wir in allen internen wiederum eine tiefe Historie. Wenn wir ein H hier und ein H, also ein H in V und ein H in W hätten, hätten wir, naja, dasselbe Spiel, wie wenn wir ein H-Stern hätten im U. Genau. Also es gibt da verschiedene Varianten, wie man das Ganze dann aufstücke. Genau. Machen wir mal kurz noch weiter mit der B. Da gibt es ganz, ganz viele Xe, die man eingeben muss. Fangen wir mal mit dem ersten X an. Wir landen wieder in B, mit einem weiteren X in C, mit dem dritten X wieder in D Kreuz G, dann in E Kreuz H, F Kreuz G, mit dem Z springen wir heraus, sind wieder in C, mit dem X wieder rein, nach F und mit X in E Kreuz H und mit noch einem X in F Kreuz G. Das ist dann auch das Ergebnis von Aufgabe B. Hierzu Fragen? Ich glaube, ich muss mich noch ein bisschen beeilen, weil wir haben gleich noch das Sequenzdiagramm, was wir durchbrechen wollen. Die dritte Aufgabe war dann das Umwandeln dieses Zustandsdiagramms. Sie sollten es dahingehend umwandeln, dass diese Historie hier unten nicht mehr vorhanden ist. Das heißt, wir müssen eine Variante finden, in der sich gemerkt wird, ob man in B, C oder VW war. Denn VW ist eigentlich nichts anderes als auch ein weiterer Zustand in diesem U gesamten. Das heißt, er wird genauso behandelt wie die Bs und die Cs bei der Umwandlung an der Stelle.
Das heißt, wenn wir das Ganze jetzt umwandeln wollen, müssen wir uns in A und in I immer merken, waren wir in B, C oder in VW. Da wir ja keine tiefe Historie haben, müssen wir es nicht auch noch merken, ob wir jetzt in D, F, E oder G oder H waren. Das heißt, die Umwandlung ist eigentlich, dass wir, ja, okay, es ist ein bisschen unübersichtlich, ich sehe es ein. Meinst du, ich soll einfach drüber springen? Nein. Genau, wir merken uns eigentlich, ob wir in einem A waren, was vorher in V Kreuz W war, in einem A waren, was vorher in B war oder in einem A waren, was vorher in C war. Selbes Spiel für die drei I's und bauen dann jeweils die Kanten dazu, um das Ganze aufzulösen und haben dann einen äquivalenten Zustandsdiagramm, was das Ganze auflöst. Eine Frage? Die Frage war, warum man sich V Kreuz W merken muss, weil man ja nicht aus V Kreuz W raus kann, ohne über B oder C zu gehen. Das ist falsch. V Kreuz W ist genauso ein Zustand, das hatte ich gerade eben, ist genauso ein Zustand in U, kann also genauso mit B oder C in A oder I rausspringen. Genau. Also das, deswegen hatte ich die Grafik hier so drin. Verständlich? Okay. Ja, noch eine Frage? Die Frage war, ob man mehrere von den Endpunkten haben kann. Aus Darstellungsgründen ja. Also eigentlich nein, aber es ist okay, wenn Sie das machen. Genau. Theoretisch sollte man nur einen haben, aber ich finde in der Klausur oder auch im Übungsblatt ist es sonst sehr unübersichtlich, wenn Sie da irgendwelche Kanten quer durch das Diagramm ziehen müssen und sonstiges. Uns wird klar, was Sie damit meinen an der Stelle. Genau. Sonst Fragen zu dem Zustandsdiagramm? Gut. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, dürfen Sie auf dem nächsten Diagramm, auf dem nächsten Übungsblatt sowieso nochmal ein Zustandsdiagramm bauen. Dann aber eins, was nicht nur hier so ein abstrakter Automat ist, sondern tatsächlich auch ein bisschen mehr Inhalt trägt. So, jetzt Aufgabe 6, das Sequenzdiagramm. Da hatten Sie jetzt nochmal wieder vereinfachte Darstellung des Ablaufs in HD-RISE gegeben. Dieser Text hier. Wir haben das extra vereinfacht, damit Sie nicht noch die ganzen Überprüfungen, die wir noch in dem Quelltext haben, auch noch modellieren müssen. Das heißt, Sie sollten in diesem Fall auch hier nur genau dieses Szenario umsetzen. Genau das, was wir hier beschrieben haben als Sequenzdiagramm. Wenn Sie es natürlich sinnvoll erweitert haben, das Ganze semantisch wieder korrekt dargestellt haben, ist das natürlich auch okay. Selbe Antwort wie gerade eben. Aber Sie brauchten nur den Ablauf in diesem Szenario darzustellen in Ihrem Sequenzdiagramm. Schauen wir uns mal kurz die Methode an, um die es ging. Das ist die Create-RGB in HD-RISE. Vor allen Dingen genau die Enhanced Images, die Samples, das Lambda, die Matrix Calculator und das Tone Mapping übernimmt. Und intern benutzt diese Methode dann wiederum die HDR Image.io Create-RGB mit dem Create-HDR auf dem HD-RISE. Und, das sollten Sie sehen hier unten, und da drin werden dann wiederum die Create Curve und die HDR Combine aufgerufen. Das heißt, Sie mussten in der richtigen Reihenfolge hier jetzt die Aufrufe modellieren. Genau dafür ist ein Sequenzdiagramm natürlich auch geeignet, weil man hier Aufrufe auf einzelnen Klassen in ihrer zeitlichen Abfolge darstellen kann. Somit die Interaktion dieser Klassen untereinander modelliert. Schauen wir uns das Ganze mal an. Wir haben jetzt die App, in die das Ganze aufruft, das heißt die Kommandozeilen-Applikation hier ganz links. Wir haben jetzt schon mal vorgefertigt eine Instanz der Klasse HDRISE, anonym. Das heißt, dieser Doppelpunkt bedeutet, es ist eine Instanz, aber wir haben ihr keinen Namen gegeben. Selbes Spiel für HDR Combine. Auf HDR Image.io gehe ich gleich noch genauer ein. So, wir haben jetzt den ersten Aufruf. Nämlich eigentlich die Create-RGB von außerhalb. Kurze Frage, ja? Frage, Ihres Kommilitonen. Danke für die Frage übrigens. War, ob in diesem Diagramm nicht auch die Objekte unterstrichen werden müssen? Nein, müssen sie nicht. Seit 2014 im UML-Standard werden die Objekte nicht mehr unterstrichen an der Stelle.
hat sich geändert im Standard tatsächlich. Also wir hatten vorher auch noch alle Folien mit unterstrichen und so. Objekte werden nicht mehr unterstrichen im aktuellen UML-Standard. Das ist die Antwort an der Stelle. Ihr habt das nachgeschaut, oder? Klassendiagramm ist es, glaube ich, auch nicht mehr Pflicht. Also ja, also die Antwort ist ja, es ist eigentlich in allen Diagrammen muss es nicht mehr unterschrieben werden. Es wird ja klar durch den Doppelpunkt, dass es eigentlich eine Instanz ist an der Stelle. Das ist ja. Noch eine Frage? Stimmt. Also Ihr Kommilitone fragt, warum App jetzt hier eine Instanz ist und keine statische Klasse, weil ja eigentlich nur die Main-Methode von der App benutzt wird. Sie haben recht. Ich glaube, das ist einfach ein Fehler in unserer Modellierung, weil es ist an der Stelle keine Instanz, weil die Main-Methode statisch ist. Man braucht keine Instanz von der App-Klasse an der Stelle, um diese. Also es ist vollkommen okay, ob Sie das jetzt als Instanz oder als statische Klasse modellieren. Genau. Machen wir mal kurz weiter. Wir haben jetzt die Create-RGB-Methode, die auf HDRise aufgerufen wird. Wir sehen hier den Balken, der anzeigt, wie lang der Kontrollfluss quasi bei dieser Methode bleibt. Wir haben aber natürlich auch überlappende Kontrollflüsse, zum Beispiel beim nächsten Aufruf. Ich habe übrigens hier aus Platzgründen die Parameter weggelassen. Ich glaube, das wäre ein bisschen groß geworden, hätte ich die da jetzt noch hingeschrieben. Ich glaube, in Ihrem Diagramm hätten Sie die aber tatsächlich modellieren müssen. Genau. So, jetzt haben wir den nächsten Aufruf, Create HDR, der als nächstes ausgeführt wird. Auch auf HDRise. Das war dieses, das gerade eben, das This Create HDR. Auch mit den jeweiligen Parametern. Das ist ein Selbstaufruf auf HDRise. Das heißt, der Kontrollfluss geht jetzt über auf die Create HDR Methode, die den Kontrollfluss der anderen Methode überlappt. In dieser Create HDR Methode wird daraufhin die Create Curve Methode auf HDRise aufgerufen mit jeweiligen Parametern. In dieser Methode wiederum wird dann eine Kamerakurve erstellt. Kamerakurven, also Erstellung von Objekten in Sequenzdiagrammen gehen immer über dieses Create. Eigentlich ist es sogar Create Camera Curve und so weiter. Das hätte hier aber nicht hingepasst und wäre unleserlich geworden. Das Wichtige an der Stelle ist, wenn man dieses Create macht, entsteht dieses Objekt auch erst an dieser Stelle. Das heißt, wir lesen ein Sequenzdiagramm immer von oben nach unten. Und es bedeutet, diese Objekte existierten schon an der Stelle, als wir das Diagramm angefangen haben. Diese Kamerakurve aber erst zu dem Zeitpunkt, wo wir das Create aufrufen. Das heißt, Sie müssen es auch auf dieser Höhe darstellen, damit es korrekt an dieser Stelle ist. Genau. Daraufhin wird die Calculate-Methode auf diesem CC-Kamera-Curve-Objekt aufgerufen. Die hat keinen Rückgabewert, deswegen haben wir hier keinen Rückgabefile. Daraufhin wird die IsCalculated aufgerufen. Es wird also geprüft, ob die Kamerakurve schon kalkuliert wurde und kriegen einen boolschen Wert hier als Rückgabewert, den wir dann in unserem if hier unten überprüfen können. Also je nachdem, ob der Wert true war, dann geben wir diese Kamerakurve zurück, andernfalls geben wir null zurück an der Stelle. So macht man das in einem Sequenzdiagramm. Man hat diesen Alternative Block, der dann verschiedene Alternativen in dem Sequenzdiagramm darstellen kann. Daraufhin wird die Create-HDR-Methode auf dem HDR-Combine-Objekt aufgerufen mit den jeweiligen Parametern, also mit der Kamerakurve und den Enhanced Images. Die gibt dann das HDR-Image zurück an der Stelle und dieses wird dann wiederum von der, wir sind hier gerade in der Create-HDR-Methode, an die Create-RGB-Methode zurückgegeben. Diese muss dann jetzt noch das Bild umwandeln. Jetzt kommen wir hier auch zu der statischen Klasse. Also wir haben hier HDR-Image-IO, eine statische Klasse, aber es ist keine instanziierte Variante dieser Klasse, deswegen hat sie keinen Doppelpunkt davor. Und wir haben hier den statischen Aufruf, der eigentlich auch mit dem Stereotyp Static gekennzeichnet wird, an der Stelle, auf diesem HDR-Image-IO-Klassen-Darstellung, der dann das Buffered Image als RGB-Bild zurückgibt aus dem HDR-Image, was wir übergeben haben. Und dieses Buffered Image wird dann wiederum der Kommandozeile zur Verfügung gestellt. Dann haben wir das Szenario auch abgearbeitet. Gibt es hierzu Fragen? Ja?
Die Frage Ihres Kommilitons war, ob die Camera Curve, das Camera Curve Objekt nicht eigentlich nach Beendigung, Ende der Create Curve Methode, ne, warte, wird ja noch genutzt bis, Moment, hier unten, genutzt wird, ob sie da nicht zerstört werden müsste. Naja, da das in Java so ist, dass es der Garbage Collector ist, kann man in der Stelle jetzt nicht, solange es nicht explizit entfernt wird oder explizit gelöscht wird, dieses Objekt, nicht sagen, zu welchem Zeitpunkt es tatsächlich nicht mehr existiert. Das kann natürlich sein, dass es genau an der Stelle passiert, muss aber nicht. Also wenn Sie jetzt konkret null zuweisen würden, dann könnten Sie das so zeichnen. Aber Sie wissen das hier an der Stelle nicht. Weitere Fragen? Da hinten? Ich habe Sie, glaube ich, akustisch nicht verstanden. Also die Frage des Kommilitonen war, ob an der Stelle, wo jetzt hier das HDR-Image-Objekt und das Buffered-Image-Objekt angelegt werden, in den jeweiligen Methoden, ob man das hätte auch modellieren sollen, richtig? Also genau in dem Fall haben wir wieder die Geschichte mit, Sie sollten nur das modellieren, was hier in dem Text steht, aber es ist natürlich vollkommen korrekt, wenn Sie das getan haben. Weil wir haben da sogar drinstehen, dass es erzeugt wird, richtig? Also wir sagen nur, es wird ein HDR-Image zurückgeliefert und nicht, ob es erstellt wird in dem Szenario. Aber es ist natürlich nicht falsch, wenn Sie das getan haben. Direkt noch eine Frage hinterher. Okay, nochmal. Also Professor Tichy hat gesagt, Objektinstanzen werden unterstrichen, richtig? Ja, die Information könnte outdated sein. Wir schauen das nochmal nach. Kommunizieren das vielleicht auch nochmal an Professor Tichy an der Stelle. Also unseres Wissens auf jeden Fall im Sequenzdiagramm keine Unterstreichung mehr für statische, für nicht, warte mal, Moment, für Objekte. An der Stelle statische Methoden werden aber auch nicht mehr unterstrichen. Oder werden auch nicht unterstrichen. Also Objekte immer mit Doppelpunkt, das ist eben wichtig. Genau. Die werden, ja. Wir werden uns synchronisieren Genau. mit unserem Vorgesetzten. Er macht das mit der Vorlesung schon ein bisschen länger, genau zu sein, 29 Jahre also. Von daher, genau. Aber das sind mittlerweile schon 30, ich bin mir nicht sicher. Er weiß sich selber nicht mehr so genau. Genau. Sonst noch Fragen zu dem Sequenzdiagramm? Ja. Rechts. Auf den Return-Pfeilen, ob man da den Typen hätte angeben sollen. Ist natürlich gut, wenn Sie es gemacht haben an der Stelle. Wir haben es jetzt hier nicht gefordert. Natürlich deutlich lesbarer, wenn Sie da auch dazu sagen, welcher Rückgabetyp das an der Stelle ist. Genau. Gut. Dann würde ich jetzt mal noch zur Aufgabe 7 übergehen. Kurze Frage, wer hat Aufgabe 7 gemacht? Wow. War eine Bonusaufgabe. So viele. Dann war es wohl leichte Punkte. Mist. genau. Also Aufgabe 7 gab 3 Bonuspunkte. Augen auf bei der Bibliothekswahl. Naja, worum ging es jetzt hier? Wir hatten dieses Beispiel mit dem Logger und dem Advanced Logger, jeweils diese Set-Layout- und Get-Layout-Methoden haben und dazu die Layout- und Advanced Layout Vererbung an der Stelle. Genau. Jetzt ist die Frage dazu, was würde Barbara Liskow an der Stelle dazu sagen? Was wäre laut ihrem Substitutionsprinzip an dieser Stelle das Problem oder auch kein Problem? Hat jemand eine Idee, was das Problem an dieser Modellierung ist? Oder vielleicht machen wir erstmal die offensichtlichen Sachen. Wir schauen uns mal an. Naja, Set Layout hat invariante Parameter. Das ist also offensichtlich erstmal okay. Get Layout hat kovariante Rückgabeparameter. Das ist auch okay. Gut. Das klingt jetzt erstmal, als wäre alles okay mit dieser Methode. Hat jemand eine Idee, was das Problem eigentlich an dieser Stelle ist? Wer war denn jetzt zuerst? Ich glaube, wir machen mal da hinten.
Okay, Ihr Kommilitor sagt, die Set-Layout von Advanced Looker ist ungültig. Was bedeutet ungültig und warum ungültig an der Stelle? Okay, also, die Aussage war, sie macht nichts. Also ja, sie setzt kein Layout an der Stelle. Aber im Logger wird ein Layout gesetzt, was im Advanced Logger nicht mehr gesetzt wird. Das war Ihre Aussage. Okay, ja, das ist das Problem. Was ist das konkrete Problem an der Stelle? Was ist da das Problem mit dem Substitutionsprinzip? Also, ich will nur darauf hinaus, wenn Sie das so in der Klausur schreiben, würden wir das vermutlich so nicht durchgehen lassen, weil das zu offen ist. Sie müssen uns genau sagen, was das Problem an der Stelle mit dem Substitutionsprinzip ist. Nur so für spätere Aufgaben. Jemand anders vielleicht? Ja? Die Aussage des Kommilitons war, die Nachbedingung ist schwächer, müsste aber stärker oder gleich sein, richtig? Ja, also die Bedingungen sind tatsächlich das Problem an der Stelle. Schauen wir uns das mal genau an. Also Liskov hat gesagt, Kovarianz und Kontravarianz für die Ausgabeparameter und diese Invarianz, ja, das ist schön und gut, aber das ist der erste Satz aus ihrer Veröffentlichung damals. Man braucht aber immer noch eine stärkere Forderung als diese Geschichte. Man muss natürlich auch noch schauen, ob jegliche Form der Unterklasse genauso funktioniert wie die Oberklasse. Und genau da kommen diese Nachbedingungen und Vorbedingungen ins Spiel an der Stelle. Genau das wird natürlich von dem Set-Layout an der Stelle die Bedingung wird eigentlich gerissen für das Substitution. Denn wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe ein anderes Layout, nicht das Advanced Layout, sondern ein More Advanced Layout, würde das jetzt im Advanced Logger benutzen, dann würde es niemals gesetzt werden, weil es wird immer dieses Advanced Layout an dieser Stelle hier oben in dem Attribut genutzt. Denn die Set-Layout-Methode macht ja nichts an der Stelle. Das heißt, das erwartete Verhalten, was ich eigentlich aus dem Logger kenne, aus der Oberklasse, wird eigentlich in der Unterklasse gar nicht mehr durchgesetzt. Und genau das ist das Problem. Das heißt, genau, es liefert dann halt immer das Advanced Layout zurück. Das heißt, die Nachbedingung an der Stelle ist nicht erfüllt. Also Set-Layout, Nachbedingung, also die Vorbedingung von Get-Layout, wenn man das Zusammenspiel von den beiden an der Stelle sich anschauen möchte. Genau in diesem Punkt ist dann das Substitutionsprinzip erfüllt oder verletzt, auch zu sein. Gibt es dazu Fragen? Gut. Ja, das ist das Ganze nochmal für Ihren Ausdruck. Genau, Liskovs Substitutionsprinzip ist halt mehr als nur die Betrachtung von der Varianz der Ein- und Ausgabeparameter. Die zulässigen Varianten stellen halt die notwendige Bedingung dar, die hinreichende Bedingung. Ist dann natürlich noch die Vor- und Nachbedingungen zu prüfen. Und natürlich, ob sich das Exemplar der Unterklasse auch wie das in allen Kontexten wie das Exemplar der Oberklasse verhält, was in dem Fall natürlich nicht der Fall ist. Das ist übrigens ein Beispiel, ein reales Beispiel aus der C-Sharp-Logger-Implementierung, glaube ich. Das heißt, solche Probleme gibt es tatsächlich und sie werden auch immer wieder auch in realer Software auftreten. Deswegen wollten wir das Ganze nochmal motivieren, dass Sie sich auch bewusst sind, dass solche Geschichten zu Problemen führen können. Gerade dann, wenn Sie Bibliotheken verwenden, wenn Sie das Verhalten eines gewissen Klasse voraussetzen und dann merken, naja, sie tut aber gar nicht das, was die Oberklasse eigentlich angeben würde an der Stelle. Das ist wichtig an dieser Stelle, gerade dann, wenn Sie große Projekte entwerfen, wenn Sie mit vielen Leuten an bestimmten Projekten arbeiten wollen. Genau. Das war auch schon alles zur Übung. Wir haben noch eine Viertelstunde Zeit, das heißt, wir können gerne noch eine Viertelstunde über das Aktivitätsdiagramm reden, wenn noch jemand Lust hat. Das wäre es sonst erstmal von uns. Nächste Woche ist dann tatsächlich Professor Tichy wieder mit der Vorlesung da. Montag ist Feiertag, also keiner am Montag kommt. Aber nächste Woche Freitag geht es dann weiter mit den Entwurfsmustern.